A lot of people call me Mr. Toilet. Mr. Toilet beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit einer sehr großen Tabuzone. Der Toilette. 40% der Weltbevölkerung haben immer noch keinen Zugang zu einfachen Toiletten. Über 90% des Wassers in Indien ist verschmutzt. Auf der Welt sterben jährlich 1,5 Millionen Kinder unter 5 Jahren wegen mangelnder Hygiene. Mr. Toilet will das ändern und so verbringt er viel Zeit damit, sich über die Toilettensituation klar zu werden und wie er diese verbessern könnte. A rich man staying next to a slum. The flies doesn't know a poor man from a rich man. So the rich man is probably eating the shit of the poor man. You better help them get toilets or you will eat their shit. Think about it. Also macht er verschiedene Projekte, vor allem in Indien, wie zum Beispiel The Big Squat. We are actually breaking the taboo on sanitation in the global news. World Toilet Day is 19 November every year. We have the big squat. We are protesting the plight of the 2.5 billion people that still do not have access to a toilet. Oder auch das No Toilet No Bride Projekt. Da in Indien sehr viele Männer denken, dass Toiletten nur eine Geldverschwendung sind und Platz wegnehmen. Die indischen Frauen jedoch möchten eine Toilette im Haus, da es für Frauen und vor allem auch für Mädchen sehr gefährlich ist, draußen aufs Klo zu gehen. Deswegen sagen sie, dass sie den Mann nur heiraten, wenn auch eine Toilette im Haus ist. But this bride's parents had an unusual precondition for their daughter's wedding. When my mother and my father decided about the marriage, they checked first whether there was a toilet at the groom's house. So now there is one. To earn his in-laws' approval, the groom Manish had to provide a toilet in the couple's new home. A matter of pride, dignity and an unlikely status symbol. Mr. Toilet macht noch viele weitere Projekte dieser Art, hält aber auch Reden über Toiletten. Wie wichtig sie für die Menschen sind und dass man sich nicht schämen soll, über sie und ihre Wichtigkeit zu sprechen. Symbol for the poor so that they feel proud to own a toilet, just like a Louis Vuitton handbag. Um das alles nochmals zu verdeutlichen, gibt es ein sehr wichtiges Beispiel von Mr. Toilet. Shit is like fire. If you manage properly, the fire can cook your meal. If you don't manage it, it burns down your house. If you manage shit, it becomes a fertilizer. If you don't manage it, it kills you. Mr. Toilet heißt in Wirklichkeit Jack Sim und ist Gründer der World Toilet Organization in Singapur. In einem Interview erklärte er, dass das Thema Toiletten ein neues Image braucht. Zum Beispiel sollen Schüler ihre Toiletten bunt anmalen, mit Blumen oder anderen schönen Dingen. Somit sind es dann ihre Toiletten und es wird ihnen wichtiger, sie auch sauber zu halten. Das machen wir Jugendbotschafter übrigens auch in Äthiopien. Die hier durch euch finanzierten Schultoiletten bemalen wir dann auch vor Ort mit den Schülerinnen und Schülern und erstellen einen Reinigungsplan, auch wenn es dort keine Klobürsten gibt. Sei froh, dass du auf der Schüssel und nicht in der Schüssel sitzt, so wie die meisten Menschen in Indien.